Also als nächstes würde ich mal den Felix von der Köpi bitten, auch nochmal hierher zu kommen. Aber vorher haben wir, da kam gerade der Detlef Krüger zu uns, der wollte nochmal ganz kurz seine Situation schildern. Du hast mich gerade angesprochen. Dann erzähl mal, du kommst hier aus der Wrangelstraße. Ja, aus der Wrangelstraße 52, da habe ich gewohnt gehabt. Und bin vor 2 Jahren im September aus Bühne die Treppe runtergefallen. Der Kopf war vollkommen kaputt gewesen. Ich habe geblutet, bin ins Krankenhaus gekommen, war 4 Monate im Krankenhaus gewesen, bin anschließend zwangsweise nach Hohengartow verlegt worden zu Vivantes im Alten- und Pflegeheim, habe im März schon wieder stehen können, mich bewegen können. Da kam der Betreuer Jörg Thies zu mir und hat mich dazu gezwungen, dass ich einen Rentenantrag stellen soll. Ich habe damit gerechnet, dass ich das Geld, die Rente bekommen kann. Ich habe ihm gezeigt, weil ich ihm vertraut habe, dass ich wieder stehen kann, habe mal am Bett hochgezogen vom Rollstuhl. Und er hat mir Ende März sofort meine Wohnung gekappt, sofort gekündigt und hat mir den Vertrag nicht in die Hände gegeben. Ich lebe von 90 Euro jetzt von 103 Euro Taschengeld, kriege keinen Pfennig. Die gesamte Rente fließt voll an Vivantes, obwohl laut Vertrag, den ich jetzt gekriegt habe, am 10. Januar, nachdem das Amtsgericht Spandau mir endlich geholfen hat, den Betreuer loszuwerden, habe ich endlich einen Widerspruch einlegen können, um die Rente zurückzukriegen. 1.800 Euro sind weg. Sozialamt hilft mir, die SPD hilft mir nicht, Sozialamt hilft mir auch nicht. Und Vivantes kassiert das ganze Geld, obwohl laut Vertrag geschrieben steht, die Kosten zahlen die Leistungsträger, die Patienten sind nicht zu belasten. Das heißt, das ganze Geld ist eigentlich mein Eigentum. Das ganze Geld ist eigentlich mein Eigentum, da es Einkommen ist und somit auf den Lebensunterhalt angerechnet werden muss. Das sind 382 Euro. Die Rente minus 100 Euro minus 20%. Die Summe, die da rauskommt, wird von dem Lebensunterhalt abgezogen. Das heißt, ich habe circa 400 Euro inklusive Rente habe ich zur Verfügung. Vivantes hilft mir nicht rauszukommen, Sozialamt hilft mir nicht rauszukommen. Ich bitte endlich den Berliner Senat mir zu helfen und besonders Frau Montero vom Berliner Senat, dass mir endlich geholfen wird. Und auch anderen Behinderten. Und endlich jetzt aufhört, dass Betreuer die Leute kaputt machen. Dankeschön, Detlef.